Gott. So. Genau, das ist doch viel schöner. Guck mal, hier viel großräumiger. Viel besser. Schön. Also diesen Stein-Dings habe ich nicht mehr. Ich kann aber den hier da reinbauen. Prinzipiell so, genau. Aber das ist ja blöd, ich will da eine Tür reinmachen. Die Türe kommt. Einen Moment, dann machen wir das ein bisschen hier ein bisschen anders. So. Genau so. Ja. So. Da fällt man dann halt so runter, das ist aber egal. So, machen wir die mal Tür hin. Da haben wir da noch eine Kiste unter der Treppe. Das ist jetzt nicht so schön. Sag ich mal. Aber das geht ja auch so, oder? Kann man da noch an die Kiste dran? Nee. Kann man nicht. Doof. Muss man die Platte wieder neu anschmeißen? Okay, die muss... Ah, ja klar, die muss ja aufklappen können. Das ist natürlich klar. Also so. Ja, da muss ich mir nochmal was überlegen. Das ist natürlich noch nicht so ideal. Aber die ist jetzt nicht leer, die Platte, oder? Muss ich jetzt wieder einsammeln und wieder drauflegen? Boah, stell dir mal vor, die wäre leer jetzt gewesen. Boah, dann. Das wäre schlimm. So. Was? Was hat er jetzt... irgendwas hat er Komisches gemacht. Naja, gut. So schön. Ich glaube, ich mache mir hier Glowstone noch in die Wand. Oder? Ich mache jetzt erstmal... Oh, das ist ja Dirt. Scheiße. Ich bin aber auch wieder unkonzentriert. Und jetzt kommt gleich ein Wassereinbruch. Ah! Da machen wir auch noch einen anderen... andere Wand hin. Da tropft was durch schon, ne? Da tropft was durch? Was? Tropft das dann auch durch, wenn ich jetzt hier die Wand hinmache? Geil, es tropft. So, das ist doch auch sehr schön. Da könnten wir natürlich auch noch einen Glowstone hätten wir da reinmachen können, ne? Warte mal, so. Jetzt, Leute, das wird doch jetzt schön, oder? Jetzt kann doch keiner mehr was sagen hier. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen den Boden natürlich schön. Schön näher, sagen wir es einfach mal so. Weil die Wände können ruhig Stein bleiben, das finde ich passt einfach. Das ist ja so der Style gerade. So ein bisschen Berghütten-Style soll das ruhig sein. Also, ne, so ganz modern passt der jetzt auch gerade hier nicht. Ich könnte jetzt hier noch so ein Ding vorbauen. Ja, das kann man machen. So. Ja, das ist voll schön. Was machen wir noch so? So. Dann sieht das auch noch so ungefähr gut aus. Es ist so schön. Die Musik ist wahrscheinlich so laut, dass man mich gar nicht mehr hört, ne? Ist mir gar nicht mal aufgefallen. Ja, ist nicht schlimm, Eve. Ich muss einfach lauter reden. Und das machen wir auch noch Holz. Ich habe so einen ganz festen Plan hier gerade, was jetzt Holz, was ich aus Holz mache und was nicht, habe ich nicht. Hoppla, das wollte ich eigentlich nicht machen. Das machen wir wieder weg. So. Oh, es wird dunkel und es oh, ist das so schön. Das finde ich echt schön im Boden eigentlich. Echt, jetzt muss ich noch... Ich könnte natürlich hier oben... Weißt du, man könnte ja oben einen reinbauen, der dann sozusagen auf beiden Ebenen ist. Weißt du? Machen wir den Kack hier wieder weg. So. Da soll doch so ein Glowding natürlich hin. Mit Rot... Jetzt pass mal auf. Kann man nicht mit rot gefärbtem Glas... Und dahinter, dahinter Glowstones machen? Aber ich kann nur noch einen machen. Ich muss wieder in den Nether.
Scheiße. Ich muss wieder in den Nether. Ich muss Glowstones holen. So geil. Und wenn ich jetzt davor rote Dinger mache, pass mal auf. Rotes Glas. Muss man das vorher einfärben, den Sand? Oder kann ich... Ich glaube, ich muss den Sand vorher einfärben, ne? Aber das können wir ja schnell mal ausprobieren. Rot. So, dann packen wir... Oh, was packen wir jetzt da rein? Die guten Sachen hier. Das, bevor ich das verliere. Ja, Obsidian. Komm, rein damit. Gold, rein damit. Lava. Lava muss gesichert werden in der Kiste. Das ist ganz wicher. Also wicher, ganz wicher. So, jetzt gehen wir mal schnell ein bisschen... Nein. Wir schlafen. Ach nee, warte, aber wenn wir schlafen, dann können wir nicht so schön sehen, ob das glowt nachher. Ich gehe mal schnell. Ganz schnell. Ich brauche nicht so viel. Ich will nur ausprobieren, ob das irgendwie geht. Ja. Ich höre euch schon. Ich höre euch schon. Ich höre euch schon. Ich habe hier schon welchen eingesammelt, Sand? Ja. Was? Oh, nein. Irgendjemand meinte mal, die Creeper haben mehr Angst vor mir als vor denen. Das glaube ich mittlerweile auch. Guck mal, das ist auch ganz geil. Komme ich jetzt nachher nicht mehr raus. Ha, 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 ha. Ha, aber ich kann, ha, ha, kann rausschwimmen. La 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 la. Oh, jetzt ist sie kaputt gegangen. Aber Sand kann man auch sehr gut mit den Händen abbauen. Und Dirt natürlich auch. Dirt, ich baue einen neuen Fluss. Boah, gehe ich gerne mal in den... Oh, da hinten ist mein Netherportal. Schau. 13 reicht jetzt erstmal. So, jetzt muss ich jetzt erstmal ausprobieren, ob ich den Sand einfärben kann und dann einschmelzen kann. Oh, das ist so geil. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Ich werde ja irre. So, Sand und Farbe geht nicht. Glas und Farbe ging ja auch nicht. Ich muss schnell nachschauen. Was bauen die denn da? Eine Redstone-Lampe. Was macht man denn? Red, Glowstone und Redstone. So geht das. Das muss ich mir mal merken. Da gucke ich mir das gleich nochmal an. Jetzt gebe ich nochmal kurz ein Glas. Glas. Aha, dann kriegt man so einen Kubus, der rot ist. Das ist natürlich interessant. Jetzt warte mal, pass mal auf. Glas, gefärbtes Glas. Ach, das muss man... Da ist der Farbstoff und drumherum das Glas. Ah, okay. Geht das auch mit den Platten? So, drumherum? Nee, ich glaube, das geht scheinbar nicht. Okay, wieder weg. Aber hiermit müsste das gehen. So. Ja. Boah, wie geil das aussieht. So, und die möchte ich ja jetzt auch wieder genau so. Bam. Ja, komm rein. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. So, und jetzt gucken wir mal, ob das geht. Jetzt machen wir nämlich das. Ja, auch irgendwie voll schön. Irgendwie finde ich das total schön. Aber dann müssten wir hier noch ein paar Lampen wegmachen, damit das ein bisschen wirkt. Alle Lampen wegmachen. Dann kommen zwar jetzt wahrscheinlich die Viecher hier rein, aber egal. Oh Gott, das finde ich schon sehr schön. Es wird. So, hier haben wir noch nichts. Da müssen wir uns sowieso noch mal irgendwas einfallen lassen. Aber da habe ich so eine Idee. Ich wollte ja eh machen... Ach, ich habe ja gar keinen Glowstone mehr, ne? Ja, ich muss... Also wirklich, Leute, ich sehe es kommen, ne? Ich muss wieder in den Nether. Ich brauche Glowstone. Dust, Staub. Ach, das sieht jetzt so ein bisschen doof aus, weil dahinter diese Querstreben noch von der Wand ist. Naja, gut. Kann man eigentlich... Nee, das geht ja nicht. Ich überlege gerade, kann ich hier vielleicht noch irgendwas Tolles einbauen mit meinen roten, tollen Fensterscheiben, die ich jetzt gecraftet habe.
Oder oben vielleicht im Badezimmer. Das hier vielleicht. Nee. Die mache ich nach einer anderen Farbe, glaube ich. Jetzt mache ich mal kurz das mal auf. Ram, ram, ding, dong. Ram, ram, ding, ding, dong. Wie machen wir das? Badezimmer wird wie groß? So. Warte mal. Ding, ding, ding. Aber dann hat man ja hinten da diese. Warte mal. Kommt man hier hoch? So. Ja, da könnte man nochmal eine Kiste hinstellen und dann da ist das Bad. So. Ja, das ist doch super. Ja, mittel super. Aber ist. Dann nehmen wir natürlich die Tür. So. Oh. So. Das ist doch schon, fetzt doch schon. So, jetzt machen wir. Nee. Oh, jetzt bin ich mir unsicher. Mache ich, lasse ich den Stein da? So, das mache ich aber weg. Da sind diese Slates. Boah, es wird so schön gemütlich. Wenn ich jetzt noch mehr Glowstone hätte. Ich werde gierig. Und hier baue ich mir jetzt. Mal schauen. Und kurz ins Bad. Tür zu. So, ich bin, muss mal kurz meine Ruhe haben. Ich baue jetzt hier ein Klo hin. Da ist ein Klo. Und ja, genau. So, passt. Dekoration kommt dann später. So. Da liegt noch Zeug rum. Ach so, was ich. Also das finde ich jetzt schon richtig, ganz, richtig schön, muss ich sagen. Das gefällt mir schon. Überlege natürlich immer noch, wo ich hier meine Redstones unterbringe. Das mache ich nochmal aus Holz hier fix. Aber oh, warte mal. Nein, 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 nein. Das machen wir weg. Dann sieht das aus wie ein bisschen so wie so ein Regal, finde ich, ehrlich gesagt. Da kann man dann nachher so ein Bücherregal machen. Ich würde ja gerne ein Bücherregal bauen. Aber ich glaube, dafür muss ich Dorfbewohner bestehlen. Ne? Das hat auch der Kevin mir gezeigt. So, das ist jetzt ein Regal. Genau. Das hätte ich andersrum machen müssen, ne? Aber ist egal. Das ist egal, weil Regal. Doch, voll schön. Ist jetzt auch schon wieder Tag. Das wollte ich noch wegmachen. Ah, das war jetzt Dirt, ne? Scheiße. So. Digging in the dirt. Noch einen roten Vorhang bräuchten wir hier, ne? Aber dann muss man die Wolle vorher einfärben. Rote Wolle? Habe ich meine Wolle verbraucht komplett? Stimmt, ich habe ja einen weißen Vorhang gemacht. Da muss ich nochmal schnell mein Schaf scheren. Wo sind die? Da? Ich könnte mir jetzt mal langsam anfangen, vielleicht. Was? Ich bin leicht erschrocken. Ich muss auf jeden Fall noch das zweite Schaf mal holen. Oder zum dritte, vierte. Habe ich ihm ja auch versprochen. So. Rechtsklick. Wo? Wo ist die Wolle hin? Hä? Hast du mir gar keine Wolle gegeben? Doch, eine. Eine Wolle! Ach Quatsch, komm. Das ist doch Quatsch. Du hast mir eine Wolle gegeben. Muss ich das eigentlich füttern? Nee. Das frisst das Gras hier und das Gras wächst nach. Alles klar. Gut, läuft. So. Jetzt schmeißen wir mal noch ein bisschen was weg. Aber ich habe ehrlich gesagt, Mann, das kann man doch eigentlich. Also die Blumen, ganz ehrlich, die kriegt man doch immer wieder, ne? Sowas muss man hier mal aufsammeln, aufsparen. Mushrooms kann, glaube ich, mal weg. Oder ich baue mir einfach noch ein paar mehr Kisten. Und das ist die Essenskiste. Und die Steinkiste kommt. Das ist die Steinkiste. Pass mal auf. Da kommen jetzt die Steine hin. Ach, die sortiert er so. Na naja, gut. Redstone. Machen wir mal hier hin. So, dass es mal ein bisschen hier eine leichte Ordnung kriegt. Stein. Das ist auch Stein. Das ist auch Stein. Das ist auch Stein. So, dann holen wir jetzt mal uns das Steinzeug hier raus. Packen das mal da hinten rein. Wo das zum Baummaterial, das lasse ich, glaube ich,
Da. Ja. So. Machen wir hier den ganzen Stein. Ach, das ist doch scheiße. Naja, gut. Sand. Obsidian. Okay. Ich sehe schon, das wird eine Riesenaufgabe, nochmal alles aufzuräumen. Aber krass, wie wenig Essen man verbraucht, wenn man einfach nur so rumläuft und wie viel man verbraucht, wenn man zum Beispiel im Nether rumhüpft und kämpft. Brot haben wir ein bisschen. Die Pilze hätte ich jetzt eigentlich auch wahrscheinlich wegwerfen können. Dirt kann ich mal... Was haben wir denn hier eigentlich? Wo haben wir das denn her? Akaka. Akazia. Ach, Akazien. Ja, geil. Läuft bei mir. Lapis Lazuli, das kann ich mir auch in die andere Kiste rein. Metall auch in die Steinkiste. Ja, Metalle auch. Und ja, Metall machen wir auch rein. Habe ich das übersehen? Da, ja. Oh, Brick. Nee, Brick. Doch, Brick auch in die Steinkiste. So, dann haben wir wenigstens mal ein kleines bisschen, was heißt Ordnung, aber dann, wenn ich mir das mal irgendwann gemerkt habe, was wo ist, dann ist das wahrscheinlich schon etwas übersichtlicher. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch jedes Mal in jede Kiste gucken, aber ich habe gute Hoffnung. Ist das irgendwas hiervon? Nein. Okay. Und der kommt auch dahin. Wolle, Sand, Blümchen, Pilzchen. Was war oben? Ach, oben ist auch Mixed Pickles, ne? Ist alles drin. Die Eve. Schluck auf. So. Name Tag, weiß ich immer nicht. Da muss ich echt noch einmal gucken. So. Machen wir nochmal die Musik an. Achso, genau, die muss man runternehmen und dann. Irgendwas habe ich jetzt gerade weggeworfen. Die Scheren. So. Erinnert mich irgendwie an so eine Esoterik-Tanzveranstaltung. Ach ja. Was? Achso, die Fackel. Ja, mit diesen wunderschönen Tönen muss ich mich auch schon wieder verabschieden, weil ich schon wieder eine Stunde aufnehme und weil es jetzt mittlerweile auch schon etwas später ist und ich gleich ins Bett gehen möchte. Deswegen beende ich jetzt diese Session und freue mich aufs nächste Mal, weil dann gehen wir wieder in den Nether und holen uns noch mehr Glowstone und machen dann mit Redstone und Glowstone machen wir dann rote Glowstones, glaube ich. Keine Ahnung. Und ich baue natürlich meine wunderschöne Hütte weiter aus. Ja, und bin gespannt, wie das dann weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.